Ich dränge sie ja tot sein. What? Aber das Remake dann, ne, mein Zwischen. Das kann nicht wahr sein. Also ich glaube, persönlich denke ich, dass Resident Evil einfacher zu speedrunnen ist als Skyrim. Also das Einzige, was bei Resident Evil mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat, ist das Menümanagement oder das Inventarmanagement. War ein bisschen zu eilig. Was? Mädchen wurde geschubst? Yo, Mike, Level 20. Herzlichen Glückwunsch. Na, immerhin einer, der sich bedankt. Schnell. Wo ich noch mehr Schaden kriege. Ey, machen wir lieber nochmal voll. Sicher, sicher. Das ist, glaube ich, auch risky. What? Ja, genau. Aber gut zu wissen, dass ich unten auch lang könnte. Wenn ich richtig gesehen habe.
Meine Fresse. Kurz warten. What the fuck? Alter, ich hasse diese Laternensprünge, ey. Weil die so inkonsistent sind. Wenn jedes Mal gleich wären, okay, aber die sind so inkonsistent. Einfach nur Glück, ob du da rüberkommst dann. Ja, glaube ich auch. Richtig tief drin, ja. Ja, ist nicht immer gesagt. War ja schon kurz am Ende. Außerdem will ich eigentlich gar nicht so viele Pausen immer in den Slots selber machen. Denn jedes Mal das Video wieder neu schneiden muss und so, irgendwie hab ich keinen Bock. Scheiße! Warum springe ich denn da nicht ab?
ja wieder da drüben war, ey. Das war zu früh. Kommen wir wieder. Okay. Weiß nicht, ob das schon alle Sachen sind. Na, wir gucken gleich mal. Runter und dann auf das Glas rauf oder so. Wundert mich eigentlich, dass ich diesmal nicht unterschreiben musste. Sonst muss man ja eigentlich immer unterschreiben, dass man Post bekommen hat. Beziehungsweise die Pakete. Was zum Geier war denn das?
weg, weißt du? Und der war knapp ja, mit dem Runterfallen da.
Puh, sind mal wieder hier hingekommen. Nice. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier abgeht, ey. Was geht hier nochmal ab? Der Mist. Inconsistent. Ist nicht geil. Die Drecksdinger sind nicht geil. Scheiß Lampen, ey, wirklich. Alles andere ist immer irgendwie gleich, aber die Dinger hier immer anders. Ey. Ey, warum machen die denn da kurz vorm Ende diese scheiß Lampen denn, ey? Nicht euer fucking Ernst, ey. Nee, die Zeiten sind vorbei. Dass ich irgendwelche Controller gegen den Tisch haue oder gegen eine Wand oder sowas. Die Dinger haben Schweinegeld gekostet. Das mach ich doch nicht kaputt, ey. Links dran vorbei und tötet mich trotzdem. So bescheuert, ey. Naja, die Community hat gesagt, diese Try and Error Level hier sind auch als tot. Na, was?
Also ich persönlich hätte die Tode hier nicht mitgezählt. Also diesen Try and Error Scheiß hier. Ey, wie das Level danach ist nicht geil, Alter. Gerade machen, ne? Weil ich mir schon dachte, der ist bestimmt schon wieder auf der linken Seite, der Wichser. Machst du mal dein Blutding da? War ein paar Frames zu spät. Ein paar Frames zu. The fuck game. Sieht aber wie das teilweise ist, ne? Scheiße. Ja, okay.
Okay. Es geht noch weiter? Mich verarschen? Ich muss durchrutschen, oder was? Ist dein Ernst? Ja, Junge, komm, geh rüber jetzt. Alter Schwede! Und ich dachte schon, das Ding hört nie auf, ey. Holy moly. Blütenspieler? Warrior, you have retrieved all the shards. Let us return to the Hall of Mirrors. Let us return to where the crystal lies. Okay. Ey, ich hoffe, es ist ein geiles Level. Ansonsten raste ich aus. Habe ich ihn jetzt an die Zunge, okay.
Nicht mal ein GG von meiner lieben Community. Mann, du bist traurig. Ich bin recht traurig. Da? Okay, wo müssen wir hin? Mutter aller Mütter. Soll ich vorher nochmal woanders speichern? Weil irgendwie hatte ich gerade nicht das. Jetzt wäre ja noch ein Speicherpunkt zwischendurch gewesen. Ich mach das mal. Ich habe was Neues gefunden eigentlich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich die ganze Mühe auch gelohnt hat. Oder ob Mienchen gleich ein Keck wie in den Chat schreibt. Ich hoffe für euch, dass sich das lohnt. Hier so einen richtig krassen, fetten Level haben, ey. The crystal is complete. It has recovered all its power. Yeah, und I am ready to depart now. I must return to my land and leave you. I do not know if we will meet again, faceless warrior, but pray keep this as a symbol of my gratitude. With this prayer that I grant you, you can invoke a portion of my power. Use it wisely, as 'tis magic that descends from the very shadows. Until we meet again, warrior. War zu aufwendig gewesen, das zu animieren, oder was? Alter, wo ist mein Special Level? Wollt ihr mich verarschen? Der Reihenfall. Das wird klar. Oh, Mädchen, Mädchen, Mädchen. Was haben wir denn Schönes gekriegt, Mensch?
Cantina der Blauen Rose, ein ungeschriebenes Gebiet, das mit dem violetten Kristall eines fernen Landes harmonisiert. Ein Eid der Freundschaft zählt als Passierschein A38 für diese Grenzen. Miriam wird durch das Glas gerufen, um die Feinde des Büßers anzugreifen und sie mit ihrem mächtigen Schwert namens Ewiges Blau in die Irre zu führen. Probieren wir. Was ist denn die Sage? Cantina der Blauen Rose. Ein blumengezeichnetes Mädchen mit blauen Farben. Mädchen aus dem Spiegelglas gehüllt in Malve. Kehre zu mir zurück, höre meinen Ruf. Meine Augen wollen deine Macht der Magie sehen. Apropos Augen der Magie. Ich habe hier noch Questgegenstände. Fällt mir gerade ein. Ich habe heute ein neues Questgegenstand gekriegt, und zwar eine abgetrennte Hand. Dann habe ich heute meine zwei letzten Rosenkranzknoten gekriegt. Die müsste ich mal langsam einsetzen. Und dann habe ich noch das linke und das rechte Auge des Verräters. Weiß ich auch noch nicht, wo ich die benutzen soll. Dann habe ich ja immer noch diesen komischen Knoblauch. Und dieses unvollständige Skapulier. Achso, und der Dorn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Dorn die Anzahl der New Game Plus. Also ein Dorn ist halt das normale Spiel. Und wenn du zwei Dorn hast, dann bist du im New Game Plus drin. Und wenn du drei Dorn hast, bist du im New Game Plus 2 drin. Und so weiter und so. Ja, das war's eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wo das letzte Baby ist. Also ich nehme mal an, das letzte Baby ist vielleicht hier hinten. Irgendwo hier versteckt. Beim Baum. Keine Ahnung, wie groß das Areal ist. Aber das kann hier, wenn du hier reinkommst und dann hier nach oben gehst, kann das ja hier jetzt noch ein richtig großer Raum sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man da reinkommt. Ich habe zwar jetzt beide Augen, aber war ich mit den beiden Augen schon mal da und habe geguckt? Ne, da bin ich blind. Da bin ich blind, Mike. Irgendwo fehlt mir noch ein Baby. Alle gefunden. 37 von 38. Irgendwo habe ich eins übersehen. Oder es ist hier hinten da. Es ist hier hinter diesem blauen Raum. Das kann aus. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir gehen nochmal zum Baum und gucken, ob wir da jetzt rein können. Den zwei Augen. Ne, obwohl, warte mal. Ich werde mal vorher erstmal meine Rosenkranz-Dinger noch machen. Vielleicht braucht man ja auch alle Rosenkranz-Knoten, um da reinzukommen. Ich weiß nicht. Now let my fingers. Warte. Ja, natürlich. In Gras, ja. Neue Errungenschaft, okay. The mysteries of your rosary are now complete. Mhm. Ja und? My task is complete. Although my sins have now become unforgivable as a result. I do not know where I will go. But I am sure that it will not be. Guck mal, die verschwindet einfach. My body of blue flame is being extinguished. Ja, auch mal, was geplant war mit diesen Felsen. Die ist jetzt weg. Das ist ein kompletter Rosenkranz.
Na gut. War das Mütter aller Mütter? Nee, wo muss ich jetzt hin? Weggesagt? Ach, zum Baum. Hier sind wir auch noch so ein Feld, siehst du. Halle der Dämmerung. Was muss ich hier machen? Kann ich mal irgendwas anklicken oder so? Da fehlt mir vielleicht die Fähigkeit, um die Felsen kaputt zu machen? What the heck is this? Aha. Also da kommen wir auch nicht weiter. Hier war noch irgendwas, aber da war wahrscheinlich auch wieder. Ich habe das blau gelassen. Warum habe ich das blau gelassen? Wenn mir da eine Fähigkeit gefehlt hätte, hätte ich das grün gemacht. Warum ist das trotzdem immer noch blau? Also hier ist klar, weil da ist nämlich so ein Gitter davor. Das weiß ich noch. Ich würde sagen, wir sind dann so durch mit dem Spiel, oder? Was meint ihr? Ich meine, rein theoretisch könnte ich noch New Game Plus machen, aber will ich das? Nö, eigentlich nicht. Noch mal ganz kurz da gucken bei dem blauen Zeichen, aber hat nachgeschaut. Danke, Mädchen. Einige Dinge gibt es nur in New Game Plus. Ja, tatsächlich habe ich gesehen, dass dieser Bereich hier, dieser hier unten, versteinert. Ist auch ein New Game Plus Gebiet. Das war auch das Einzige, was ich jetzt wusste, dass was New Game Plus ist. Aber danke fürs Gucken, Männchen, ne? Rechts, links und dann nochmal runter. Okay. Nochmal. Dann nochmal runter. Warum hältst du dich nicht fest? Egal. Hat hier, ja? Ach, das war mit diesen komischen drei Dingern hier, wa? Diesen Autopsiebuch und so. Okay, scheint auch ein New Game Plus zu sein, dann war.
Hier habe ich was richtig Cooles gefunden. Der entweihten Zisterne. Das Spiel, da steht ein Spieler, ein Arcade-Automat steht da. Genau in diesem Fleck. Also du musst ja hinten, also eigentlich ist der hier drin, aber der wird hier irgendwie in der Karte nicht eingezeichnet. Da wo jetzt gerade das Kreuz ist. Aber da steht ein Arcade-Automat. Ein Spiel kostet 2500. Die Aufmachung ist so ein bisschen wie bei Ghouls and Ghosts oder Ghouls and Goblins. Aber das NES-Game, ne? Das ist auch richtig dreckig noch von der Grafik her. Das hier sieht ja eher aus wie ein Super Nintendo-Spiel, ne? Aber das Arcade-Game sieht eher aus wie ein NES-Spiel. Und ist auch blasphemous. Als NES-Game.